Aber ich mach dich zu einer Prinzessin. Warst du schon bei der Maniküre? Ich hab ihn gefunden, Cooper. Henry, wen denn? Boris. Er ist in Happydale, einer Irrenanstalt, nur eine Stunde von hier. Schnappen wir ihn uns? Er weiß zu viel. Knebel. Nein, er ist total verrückt. Niemand wird ihm irgendetwas glauben. Unser Freund würde bestimmt gerne ein ausführliches Schwätzchen mit ihm halten. Nicht wahr? Ach du. Henry, der, dem du am meisten schuldig bist, der dich im Hotel fand, als du im Sterben lagst, der alles Notwendige veranlasst hat, damit du dich erholst, der dich auf die Fährte zu deiner Vergangenheit gebracht hat. Henry, dein Retter, dein Geldgeber, dein Freund, dein Peiniger. Was verbirgt er noch? Wonach strebt er? Du blätterst weiter in Petits Tagebuch. Wo findet der Orden des Fleisches wieder zusammen? Skytale suchen. Du wirst diese Skytale hier finden und anschließend diesen Boris in Happydale, New York. Was ist die Skytale? Das ist wirklich so, die Skytale? Die Skytale finden, was ist das? Skytale? Skytale? Wie sollen wir das denn jetzt wissen? Das ist irgend so ein Fachbegriff oder was? Hast du sie geliebt? Du glaubst dich zu erinnern, dass dem so ist, aber... Wo sind deine Gefühle für sie hin? Wer auch immer dir Quecksilber verabreicht hat, er hat dir mehr als nur dein Gedächtnis geraubt. Wie auch immer das funktioniert haben soll, dass er uns auch noch die Gefühle geraubt haben soll. Aber es kann ja nicht sein, dass sie jetzt, dass wir sie jetzt nicht mehr lieben. Und wann hat dieses Szenario mit... Ich kann mich einfach nicht erinnern, wo das Tagebuch ist. Es tröstet mich, dass ich nicht das Einzige bin, was du vergessen hast, John. Aber ich mache nicht zweimal denselben Fehler. Wenn du in 2 Stunden das Tagebuch im Hinterzimmer nicht gefunden hast, verschwindest du und lässt mich verdammt nochmal in Frieden. Ich weiß nicht, wieso ich mir das anhören muss. Ich bin so ein bisschen... Das Tagebuch von Petit. Gut. Du zeigst ihr lieber nicht das Tagebuch ihres Vaters. Zumindest nicht, bis du dieses Skytale gefunden hast. Ich bin so ein bisschen überrascht, wie der Cooper drauf ist. Der ist ja so ein bisschen so drauf jetzt, wie dieser Pfadfinder oder Pfadfindmeister, den er in seinen Wahngedanken erschossen hat. Und auch als du es auf der Suche nach einem versteckten Federmechanismus abtastest, findest du nicht. Und ist jetzt selbst ein bisschen drauf wie der Typ. Das ist schon sehr heftig und sehr krass eigentlich, wie der sich entwickelt hat letztendlich. Ja gut, wir haben eigentlich alles untersucht, das heißt, uns bleibt mehr oder weniger nur, alles mit einem wieder auszuprobieren. Um dein Ziel zu erreichen, musst du auf jeden Fall das Gummi vom Tagebuch trennen. Auch wenn du noch nicht weißt, wieso. Das ist auch schön. Wir wissen nicht wieso, aber wir wissen, dass wir es kombinieren müssen. Oder es funktionieren muss. Du wickelst das Gummi um den sechseckigen Stock, ohne es zu dehnen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr... Ein Gummi um einen Stock gewickelt. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich darauf kam, das Gummi um den Stock zu wickeln. Aber es hat funktioniert, weil ich habe ja wirklich das Tagebuch und dieses andere Ding übersprungen. Und ich habe ja auch direkt die Schere. Ich wusste nicht, was eine Skytale ist. Aber das ist eine Skytale, ohne jetzt groß vorgreifen zu möchten. Der Öffnungen des Kreuzes hineinzupassen. Aber das ist die Skytale, ohne jetzt groß vorgreifen zu müssen. Es fehlt uns nur etwas jetzt, um sie verstehen zu können. Du siehst keinen Sinn darin, das in die Klappe zu legen, welche die beiden Räume miteinander verbindet. Und die Klappe habe ich vorher übersehen, kann das sein? Was ist das wohl für eine Klappe? Geheimklappe. Du öffnest die Klappe und findest eine dieser kleinen UV-Lampen, wie man sie verwendet, um Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen. Tja, vielleicht können wir ja... Ein UV-Licht. ...unsere Sachen auch auf Echtheit überprüfen. Die Skytale war eine Methode, welche die Spartaner zum Verschlüsseln von Nachrichten nutzten. Der Absender wickelte ein Lederband um einen Stab mit einem bestimmten Durchmesser und schrieb den Text darauf. Der Bote erhielt nur das Band, welches alleine unmöglich zu entziffern war, und überreichte es dem Empfänger, der wiederum einen identischen Stab wie der Absender besaß und somit die Nachricht entschlüsseln konnte. Kirche von St. Fergus, Wälder von Inverloch, Schottland. Du hast, was du wolltest, jetzt hält dich hier nichts mehr. Nur,
Jemand verdient eine Erklärung. Gedächtnisschwund? Man hat mich vergiftet mit Quecksilber. Ich habe viele Fragen, aber das Tagebuch deines Vaters hat mir bereits einige beantwortet. Henry White wird zufrieden sein, wenn er das erfährt. Das Tagebuch. Oder ich töte sie genauso wie ihren Vater. Oh mein Gott, nein! Das hätte doch jetzt echt nicht sein müssen. Hände hoch! Warum hat er den jetzt abgeknallt? Komm raus, du Bastard! Sonst lasse ich dich nochmal Quecksilber schlucken, nachdem ich deine Freundin getötet habe. Na los! Ach, der hat uns das Quecksilber schlucken lassen? Und unser John Yesterday ist ja wirklich sehr mutig, dass er einfach mal so seine Freundin im Stich lässt. Naja, gut. Jetzt müssen wir also irgendwie hinkriegen, dass wir ihn ausschalten oder irgendwie irgendwas lösen können. Also vor allem, Digitale ist ein Fachbegriff, den ich nie so gekannt habe, dass ich das jetzt so schnell gelöst habe, ist echt eine dicke, riesige Glückssache. Ich meine, irgendwann mal, weil ich mich so mit antiker Zivilisation gerne mal so beschäftigt habe. Du versuchst, sie zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. Also so Mythen, Legenden, Entwicklung der Zivilisation. Du gießt Öl auf die Scharniere der Tür, was dich im Augenblick aber kein Stückchen weiterbringt. Aber ganz zufällig hast du gerade etwas getan, was dir in Zukunft Ärger ersparen wird. Das ist praktisch. Du versuchst, sie zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. Das heißt, jetzt nützt es uns noch nicht viel gut. Dass ich mich viel mit dieser antiken Zivilisation beschäftigt habe und da irgendwann wohl eher zufällig... Mit Hilfe der Uhrmacherlupe untersuchst du die Fassade auf der rechten Seite. Ich habe getan, was du mir gesagt hast, und diese Medaillons untersucht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ginesta Ordunia, Begründer des Ordens des Fleisches, ein paar ähnliche in Auftrag gab, und zwar für eine kleine Kirche im Ausland. Ich habe überall auf der Welt nach einer Kirche mit diesen Medaillons gesucht, aber wenn es sie gab, ist sie verschwunden. Ich habe einen Lauf. Im Moment fluppt das echt gut. Wir kriegen alles relativ fix hin, was ich selbst jetzt gar nicht so erwartet hätte. Naja, ich muss wahrscheinlich irgendwann mal in der Vergangenheit gelesen haben von dieser Skytale oder zumindest von diesem Stab, wo man so ein Band drum wickelt. Und irgendwie tief in meinem Unterbewusstsein oder mein Unterbewusstsein hat dann letztendlich bewirkt, dass wir dieses Rätsel gelöst haben. Du kannst nicht ohne einen Plan dort hinausgehen. Weil er irgendwo in den Tiefen meines Verstandes... Es ist deine Schuld, dass sich Pauline in dieser Lage befindet. Du musst etwas tun, auch wenn du noch nicht weißt, was. Die entscheidenden Informationen befunden haben und dann einfach so zutage gefördert wurden. Es wird sich wohl um defekte Artikel handeln, die Pauline aus dem Verkauf genommen hat. Im Regal ist nichts mehr, was dir nützlich sein könnte. Inwiefern waren die defekt? Und wer würde die überhaupt die kaufen, selbst wenn sie nicht defekt wären? Naja gut, wir müssen jetzt herausfinden, was wir hier machen müssen. Du erinnerst dich, dieses Kreuz schon einmal gesehen zu haben. Nur wann? Vor ein paar Minuten. Hier in diesem Raum. Naja, wir müssen herausfinden, was es jetzt hier zu tun gilt. Der Arbeitsbereich von Pauline. Und wie wir... Kinder auf dem Tisch, noch in den... Und wie wir uns hier um diesen Killer kümmern können. Irgendwas irgendwie muss ja funktionieren, oder? Du könntest das dort hineinlegen. Aber Pauline ist momentan nicht in der Lage, es auf der anderen Seite herauszunehmen. Hm. Du könntest das dort hinein... Gut, die Schere nützt nichts. Vielleicht hier dieser Notre Dame wieder? Mit dem Schwarzlicht? Du beleuchtest das Modell mit dem UV-Licht. Entdeckst aber nichts Neues. Hm, bringt also auch nichts. Ein UV... Du inspizierst das Kreuz mit der UV-Lampe, findest aber keinerlei neue Hinweise. Tja, was machen wir denn dann? Du könntest das dort... Puh. Also das war damals, ich weiß es noch, echt wieder so eine frustrierende Situation, weil man sitzt da. Man muss irgendwie in diesem Raum interagieren. Man hat alle Sachen eigentlich schon zigmal untersucht. Leuchte. Und geht dann einfach wieder dazu über, alles mit einem kombinieren zu wollen. In der Hoffnung, naja, vielleicht findet sich ja das, was man tun oder machen soll, um voranzukommen. Die Lösung letztendlich ist sehr viel, viel einfacher und irgendwie auch ganz simpel. Aber manchmal, glaube ich, lasse ich mich von Aussagen so ein bisschen fehlleiten. Wissend,
dass die Symbole auf der Tafel mit denen auf den Holzstückchen übereinstimmen, beschließt du, sie dir genauer anzusehen. Ja gut, das haben wir jetzt schon gemacht. Ich habe dann erst überlegt, ob wir vielleicht auch andere Symbole hier einsetzen müssen, um irgendwie voranzukommen. Deswegen ich dann die Symbole hier auch gleich rausnehme. Ich lasse mich so manchmal ein bisschen durcheinander bringen von den Sachen, die im Spiel gesagt werden. Wo ich dann auch die falschen Rückschlüsse ziehe, wenn mir dann irgendwie was gesagt wird. Ja, also ich könnte jetzt ein Beispiel sagen, aber dann würde ich jetzt vorgreifen, wie wir hier den Raum letztendlich verlassen. Oder manchmal nehme ich auch nicht ganz wahr, was der gerade gesagt hat, obwohl der total die Hinweise gibt. Zum Beispiel mit der Karte für den Eiffelturm, da hat er ja auch gesagt, was ist denn das für ein Rechteck? Du könntest das dorthin. Was ist das für ein Rechteck auf der Karte? Und das habe ich nicht verstanden, dass damit gemeint war, dass da so ein Rechteck noch ausgeschnitten wurde, womit wir dann halt so einen Begriff sozusagen in der Skyline von Paris entdecken können. Das sind echt so diese Sachen, die mir nicht auffallen. Die nehme ich nicht wahr. Dieser Holzstab scheint in keine der Öffnungen des Kreuzes hineinzupassen. So. Du könntest das... Jetzt warte ich mal, bis das Ganze rumprobieren... Es ist nicht nötig, die Türangeln erneut zu ölen. Dass das Ganze rumprobieren entweder zu einem Ergebnis führt oder nicht, weil ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, wie lange ich hier in dem Raum festhing. So im Nachhinein, mir kam es damals wie eine halbe... Du könntest das dort... wie eine halbe Ewigkeit vor. Aber ich weiß nicht, ob es 5 Minuten waren oder 10 Minuten. Du könntest... Das Spiel ist... Also die Rätsel sind gar nicht mal immer so schwer. Die linke Seite der Fassade mit Hilfe der Uhrmacherlupe. Aber es stellt sich keine neue Erinnerung bei dir ein. Also an und für sich sind die Rätsel eigentlich immer gar nicht so schwer. Auch ein prüfender Blick mit der Uhrmacherlupe auf die Fassade in der Mitte hilft dir nicht weiter. Mit Hilfe der Uhrmacherlupe untersuchst du... Ich hab getan, was du mir gesagt hast. Ich bin zu dem ein paar ähnlich. Ich ja gut, das kennen wir ja schon. Der Mann, das ist ja der Priester, nur in jüngeren Jahren. Unser Vater, wie es scheint. Weil der war ja auch so ein Sektenforscher. Du könntest das dort... Du steckst den Schlüssel ganz vorsichtig in das Schloss. Und drehst ihn langsam herum. Marcel kann dich nicht mehr überraschen. Jetzt mal ganz ehrlich. Der hätte doch... Du könntest das dort hinein... Der hätte doch einfach reinkommen können, dieser Marcel. Und uns schon längst überraschen können. Oder uns schon längst da... Du findest nirgendwo einen Schlitz im Modell, in den du diesen Schlüssel stecken könntest. Schon längst platt machen können. Gut, wir haben uns jetzt eingeschlossen. Wirklich weiterbringen tut uns das aber erstmal nicht. Wie erwartet, passt der Schlüssel nicht in dieses Türschloss. So. Du versuchst, sie zu öffnen. Ja, die Verzweiflung macht sich langsam breit. Du kannst nicht ohne einen Plan. Es ist deine Schuld, dass... Das Ta... Was sollen wir nur machen? Was mich hier verwundert hat, ist, dass da so eine Lücke ist. Das Tage... Da ist das Tagebuch, das irgendwie so einen optischen Fehler da hat. Also im Menü wird das falsch aufgelistet. Wir haben jetzt quasi zweimal das Tagebuch. Durch diesen kleinen Optikfehler. Du Wenn du dort hinausgehst, wirst du in New York diesen Boris und anschließend in Schottland in den Wäldern von Inverloch die Kirche von St. Fergus finden. Nee, zumindest hoffen wir das, aber dafür müssen wir erstmal hier rauskommen, bevor wir irgendwas irgendwo finden können. Es ist verzweifelnd. Wir haben schon mal alles mit allem ausprobiert, aber ich wusste echt nicht mehr weiter und hab nochmal alles mit allem ausprobiert. Wirklich weiterbringen tut uns das dann... Wirklich weiterbringen tut uns das natürlich nicht. Da müssen wir jetzt aber gerade kurz durch. Na komm. Tja. Und ich wollte natürlich auch nicht die Hilfe benutzen. Ich finde es immer schöner eigentlich,